Wir befinden uns hier auf der Strecke Gotha-Eisenach und wir sind im Rahmen der Geschwindigkeitserhöhung auf 200 durch die DB Netz hier beauftragt worden, vom 11. bis zum 19.12. insgesamt 8 Weichen umzubauen. Wir müssen sehr viel Massen und Material bewegen in einer sehr, sehr kurzen Zeit, um dann zu gewährleisten, dass der Betrieb dann wieder voll aufrechtgenommen werden kann und dass die Belästigung für die Anwohner relativ gering gehalten werden kann. Die Weichenteile werden jetzt noch eingehoben. Wenn die komplett dann drin liegen, wird der Schotter zugeführt. Dann sind 1500 Tonnen, die wir jetzt in die Gleise einbringen müssen. Danach kommen die Stopfmaschinen, die in der Nacht dann arbeiten. Und wir haben hier 2 Stopfmaschinen dann gleichzeitig parallel im Einsatz, um dann den West- und den Ostkopf zu bearbeiten und eben dann auch praktisch die Ablösung zu schaffen für die Schweißer, die danach dann im Einsatz kommen, um dann auch die Baufreiheit letztendlich für die Oberleitung und für die Leitungssicherungstechnik dann noch zu geben. Wir haben den nächsten Abschnitt eigentlich auch bei uns mit drin, zum Beispiel Wutach-Rottstedt, wo wir dann die Fußgängerunterführung dann eben verfüllen und zurückbauen und praktisch dort auch die weiteren Voraussetzungen für die 200 km/h auf der Strecke schaffen. Die Fußgängerunterführung also und die Übergänge beider Bahnen müssen ja beseitigt werden, wenn ich 200 km/h fahre. Ich darf dort also keine Bahnübergänge, keine Schranken und keine weiteren Beeinträchtigungen haben.